Und hier sind wir wieder bei der Hearthstone Arena und dem Versuch, einen vierten Sieg zu erlangen. Mit mir, dem Neox und unserem Schurkendeck. Mal schauen, ob das was wird. Ich bin aktuell recht zufrieden mit der Arena bis jetzt. Ich meine 3-1, vorher das war eine 3-1 andersrum. Von daher ist das gar nicht mal so uncool, finde ich. Valera versus. Okay, wir spielen gegen JMV, einen Hunter. Storm and Knight in dem Fall kann... Oh, das ist eigentlich eine richtig schöne Starthand, wenn man es so sieht. Schön. Mhm, schön. Ich kann... Ja, ich kann Shieldbearer spielen in Zug 1, ich kann Young Dragonhawk dahinter spielen in Zug 2. Dann kommt er nicht in die Verlegenheit, das Ding sofort zu verprügeln. Das ist ganz cool. Ich brauche dafür noch nicht mal Coin. Coin. Okay, er macht nichts im ersten Zug. Backstep direkt noch mit auf der Hand. Fangen wir mal mit Shieldbearer. Nächste Runde habe ich 2 Mana. Könnte ich 3 Mana haben mit Coin? Könnte ich den Young Dragonhawk spielen? Combo Defies Ring wieder. Das klingt mir sehr gut. Fairy Dragon kann ich, glaube ich, nicht backstabben mehr. Logisch. Gut, dann spiele ich jetzt erstmal Young Dragonhawk im Kombo mit Defies Ring Leader. Kann ich hier mit dem Defies Bandit den Fairy Dragon umnieten. Gucken, was er jetzt macht. Hunter's Mark vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Hunter's Mark kostet nochmal. Multishot wäre eine Möglichkeit. War wenn ich glaube 3 Mana. Ich glaube, der kostet 4 Mana. Laser Fan Hunter kommt raus. Zack. Das war zu erwarten. Noch ein Defies Ringleader. Also, ich spiele jetzt erstmal den Ringleader. Fangen wir damit mal an. Dann glaubt der dran. Weil ich hätte. Verdammt, ich hätte das Ding umbringen sollen. Ich hätte das Ding umbringen sollen. Verdammt, 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 verdammt. Ich bin aktuell überlegen, ob ich das Ding auch noch umbringe, aber ich glaube nicht, dass ich das tue. Ne. Ich greife einfach an. Frühen Schaden. Kann jetzt das damit umbringen, das ist ganz klar. Mal gucken, was aus dem Rest macht. Okay, Scavenging Hyena. Das ist jetzt... Das gilt das als Beast, das gilt als Beast. Und der gilt als Beast. Whenever a Beast da ist. Okay, das gilt auch für meine. Das ist gar nicht mal so toll. Ich hätte jetzt gerne irgendwas, was ich dagegen tun kann. Habe ich aber nicht. Müsste eigentlich am besten gestern sterben. Ich könnte backstabben, dann hat es noch 2 HP, dann kann ich mit dem Raid Leader angreifen, das wäre eine Möglichkeit. Das ist vielleicht sogar das Intelligenteste. Ja, das ist mir jetzt so egal, ich mache das jetzt so. Und jetzt das, das. Und dann das noch weg. Jetzt hat er noch das. Gut. Das sah doch jetzt gar nicht mal so verkehrt aus, was ich da fabriziert habe. Nächste Runde können wir Booty Bay, kann ich Booty Bay Bodyguard spielen. Oder Spiteful Smith, je nachdem, was er macht. Aber an sich. Multishot wäre jetzt eine Möglichkeit. Ah, send den Shieldmaster. Und er greift einfach an. Und macht das noch kaputt mit. Macht Sinn, jetzt komme ich da nicht so durch. Ohne nicht alles da wegzuschmeißen, was nur geht. Okay, die Sterne nicht damit angreift. Kritisch, kritisch, kritisch. 2, 3, 4. Ich denke, das setze ich eine Runde aus. Ja, das setze ich eine Runde aus. Das ist mir nicht wert.
Nächste Runde kann ich Ancient Brewmaster spielen, in nochmal die Defy's Ringleader neu beschwören. Direwolf Alpha, okay. Das wäre ein direkter Tausch gegen den Booty Bear Bodyguard, wenn er ihn nicht mit Kill Command einfach umbringt. Jetzt könnte er die Defy's Ringleader ausschalten, macht er aber nicht. Okay, Dread Corsair. Ich glaube, das ist in dem Fall der intelligentere Zug. Dann aber. Okay. Die Frage ist nur, werfe ich jetzt mich plus die beiden dagegen, um das Ding umzubringen? Nein. Aber einen. Schwöre ich den einfach neu oder schlage ich selber einmal drauf? Ich glaube, ich schlage selber einmal drauf. Vier Schaden nehme ich hin. Mal gucken, ob er jetzt hingeht und meinen Dread Corsair damit umbringt, wenn er nichts Besseres einfällt. Außer er benutzt einfach noch ein Kill Command. Das geht natürlich auch. Also aktuell komme ich entweder nicht aus der Hüfte, weil ich nicht das Richtige ziehe, oder aber ich treffe die falschen Entscheidungen. Oder eine Kombination aus beidem. Mal gucken, was er macht. Ich glaube, er wiegt gerade aber, ob es Sinn macht, dafür eine Zauberkarte zu benutzen. Ja. Okay, Spellbreaker. Ich glaube, er möchte einfach durchmarschieren. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Wie mache ich das jetzt am besten? Lass ihn assassinate. Ich kann keine Combo aus den beiden spielen, dafür habe ich zu wenig Mana. Was ich machen kann, was ich vermutlich auch tun werde, ist, ich packe den dagegen. Jetzt spiele ich den gegen den Ancient Brewmaster, hol mir das Ding zurück auf die Hand, spiele ihn neu und greife ihn an. Okay. Ich denke, das war recht passabel. Your Beasts have Charge. Okay. Emperor Cobra. Das heißt, irgendwas stirbt hier auf jeden Fall. Ist die Frage, was tauscht er gegen was? Was tradet er wie? Okay, das verstehe ich nicht. Ich könnte damit den Ancient Brewmaster umbringen. Okay, so geht er nicht selber drauf. Das ist wohl richtig. Okay, das stirbt dagegen. Okay, damit rennt er dagegen. Was ziehe ich? Dark Iron Dwarf. Das hilft jetzt nicht wirklich. Frage ist, greife ich das Ding einfach an, dann verschwindet es. Dann habe ich hier noch 4 Schadenspotenzial liegen, habe ich das Ding noch am Hals. Dann könnte ich das noch assassinate. Ja, ich glaube, das mache ich. Er hat ja auch nicht mehr so viel auf der Hand. Okay. Das machen wir so. Mal gucken, ob ich das überlebe. Ich meine, er kann mit Steady Shot jetzt einfach auf mich einprügeln. Der kann irgendwas spielen, irgendeine Kombo und ich bin sofort tot. Mal gucken, was er macht. Na, Steady Shot. The Beast, summon a 3-3 Finkelhorn. Finkeldorn Dingsbums for your opponent. Ich bin tot. Ja. Definitiv. Oder? 2 sind 4, sind 6. Nein, ich kann das umbringen. Okay.
Vielleicht die einzige Chance, die ich habe. Das noch hinzubiegen. Damit kriege ich das Einhorn, was auch immer das kann. Einfach da sein kann es. So, schauen wir, was wir davon jetzt haben. Was er jetzt gezogen hat. Konnte ich das noch so weit rauszögern, dass ich das jetzt gewinne? Okay, Longbow. Damit hat sich das. Das ist doch blöd. Was? Was? Ach, er darf damit zweimal angreifen? Nein. Hä? Was war das denn jetzt? Das war eigenartig. Ich meine, ich krieg nicht genug Schaden raus, um das noch zu überleben, aber... Well played. Also das war... komisch. Das hätte er jetzt gerade fast verloren, deswegen. Naja, GG. Komisch. Wir sehen uns damit beim nächsten Duell, in Hoffnung, dass wir nicht noch eins verlieren. Das war euer Neox. Nochmal mit Deutsch versuchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.